Wie immer am Ostersonntag haben auch heute wieder zahlreiche Christen die Ostermessen besucht. Eine besondere Messe wird alljährlich im Rottenburger Dom gefeiert, ein Termin, der aus dem Kalender vieler Katholiken in der Region nicht wegzudenken ist und auch bei uns nicht fehlen darf. In seiner Predigt ging Bischof Gebhard Fürst dieses Osterfest auch auf die politische Lage in unsicheren Zeiten ein. Jesus wurde getötet, weil er Hoffnung machte auf einen barmherzigen, liebenden Gott, der durch ihn spürbar und erfahrbar wurde, so Bischof Dr. Gebhard Fürst in seiner Predigt. Am Ostersonntag wird die Auferstehung Jesu gefeiert. Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, es ist nicht leicht, sich auf die Osterbotschaft ganz einzulassen. Ostern ist einfach unglaublich. Die österliche Erfahrung. Unrecht, Gewalt und Tod haben nicht das letzte Wort, so der Bischof. Der Ostermorgen sei ein Neuanfang. Aus der Lähmung, der Starre, eine neue Freiheit trotz der Grenzen aller Menschen. Denn auch Jesus Jünger hätten in seiner größten Not keine gute Figur gemacht. Befinden wir uns nicht in einer ähnlichen Lage wie die Jünger nach Karfreitag? Kennen nicht auch wir oft nur Entsetzen und Angst? Hungernde, kranke, vergessene Kinder, Männer und Frauen überall auf der Welt, voller Verzweiflung und Angst. Karfreitagsbilder sehen wir genug, so der Bischof. Für die Opfer dieser Welt brennen Kerzen, als Lichter der Dunkelheit zum Trotz. Denn seit dem Ostermorgen sei klar, das Leben ist stärker als aller Tod.